Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. In diesem Video möchte ich die Frage klären, ob mein neues Asus A7N8X Mainboard mit AMD Sockel A funktioniert. So, da leuchtet hier die grüne LED. Ich habe hier irgendeinen Athlon-Prozessor installiert, den ich von meinem netten Zuschauer bekommen habe. Wie auch das Mainboard und zwei RAM-Riegel. Ich habe einfach 2x256 MB DDR400 genommen, was ich gerade auf die Schnelle in dem ganzen RAM-Angebot finden konnte. Gut, ich will jetzt auch nicht zu viel reden. Ich starte jetzt mal den Computer. So. Wenn die Videokarte das mitmacht, und das sieht doch gut aus. Ja, und ich würde mal sagen, er funktioniert. Ne? Ich komme ins BIOS. Ah, das Mainboard funktioniert und anscheinend auch der Prozessor. Wir haben 640 Kilobyte Base Memory. Dann habe ich ja 500, genau, 500. 24 MB etwa installiert. Das hat er jetzt alles erkannt. Wollen wir mal kurz gucken hier. MB-Temperature kann er gerade nicht auslesen. CPU-Temperatur glaube ich auch nicht so wirklich. Gut, das stimmt schon mal. Ja, 4,75 Volt Spannung. Ja, ne? Der Vorteil dieses Mainboards ist, es bietet Dual-Channel-Features. Ich glaube aber nicht, dass es der Nvidia GeForce 2 Ultra 400 Chipsatz ist, da ich nur maximal 333 MHz Frontside-Bus gelesen hatte und maximal den AMD Athlon XP 2800 Plus in der Anleitung angegeben war, die ich heruntergeladen habe. Ich werde da nochmal Nachforschung anstellen, was ich denn jetzt hier maximal mit diesem Mainboard hier nutzen darf. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen hattet mit dem Datum. Ich vermute mal, das liegt daran, weil die BIOS-Batterie leer ist. Aber das dürfte das geringste Übel sein. Jedenfalls, es scheint zu funktionieren. So, schaue ich mir noch mal ganz kurz die Übertaktungsfeatures des Asus A7 A7N8X Mainboards an. Ich habe nämlich noch ein anderes Asus Mainboard, das A7 vor 600. Da muss ich jetzt ein bisschen drauf achten, auf die Modellbezeichnung, dass ich die nicht durcheinander bekomme. Chipsets vielleicht. CPU External Frequency. Bis 200 MHz kann man das hochmachen. Das sieht doch gut aus. Was kann man hier beim Multiplayer einstellen? Gucken wir mal. Ah, da geht eine ganze Menge. Machen wir mal da hier Auto. Was ist denn System Performance? Na gut. Memory Frequency. Gucken wir mal bei SPD. Also, er macht hier jetzt schon 200 Megahertz, okay. FSB Spread Spectrum, das würde ich eigentlich disabled machen. Und das auch disabled. Was kann man denn hier machen mit, also bis 1,85 Volt kann man hier hochstellen. Also, Spread Spectrum, das ist halt dieses Feature mit der elektromagnetischen Störung auf ein größeres Frequenzspektrum verteilt werden. Allerdings kann das auch zu Inkompatibilitäten führen. Naja, und ich weiß nicht, also ich hatte jetzt eigentlich noch nie Probleme gehabt mit elektromagnetischen Störungen. Von daher. Ah, AGP8X Support. Was kann man denn hier noch machen?
AGP-Frequenz kann man ja aber auch noch anpassen. Bis hoch auf 100 MHz. Gut. Was kann man noch bei Advanced BIOS Settings machen? Naja, gut. Die ganzen Sachen hier, First Boot Device und so alles, die ganzen Level 1 Cache, Level 2 Cache erlauben und deaktivieren, aber wer deaktiviert schon den Prozessor Cache? Hm. Höchstens, wenn man jetzt einen alten Prozessor simulieren möchte, damit da alte Spiele besser drauf laufen, aber das hier ist ja eine relativ neue Plattform, ja, von 2003. Naja, damals hatte man dann eher andere Prozessoren, bei denen das interessant war. Gut, hier war ich gerade noch drin, integrated. Ja, das ganze andere hier nochmal. On serielle Ports, parallele Ports, Power Management, ja, Festplatten, ob die ausgeschaltet werden sollen oder nicht. Und was passiert, wenn Systemausfall ist, also Strom weg, ne? Ja gut, und auch noch irgendwas. Ja, Security, dass man hier halt ein Passwort setzen kann, mache ich aber nie, da ich ja der Einzige bin, der meine Computer benutzt. Und das wär's. Ja, hier kann man auch noch einstellen mit IDE. Es gibt ja auch noch einen SATA-Controller auf dem Mainboard. Wenn man vorhat, Windows XP zu installieren, wie das in meinem Fall mit dem Asus A7V600 der Fall war, dann darf man nicht vergessen, den SATA-Treiber zu laden. Den findet man in der Regel auf der Seite des Herstellers.